Ich begrüße Sie zur Lektion 4, natürliche Treiber des Klimawandels. Schon vor dem Auftreten der Menschen gab es über den gesamten Verlauf der Erdgeschichte natürliche Beeinflussungen des Klimas. Diese sogenannten natürlichen Treiber des Klimawandels waren und sind entscheidend für die Entwicklung des Lebens auf der Erde. Es ist auch wichtig, diese natürlichen Treiber zu kennen, um die vom Menschen verursachten Treiber des Klimawandels richtig einzuordnen und in ihrer Bedeutung zu verstehen. Mein Name ist Stefan Glatzel. Ich bin Professor für Geoökologie an der Universität Wien im Institut für Geographie und Regionalforschung. Gemeinsam mit Andreas Mayer stellen wir Ihnen in dieser Lektion Grundlagen zu natürlichen Treibern des Klimawandels vor. Diese betreffen den Strahlungshaushalt der Erde, die Rolle der Erdbahnparameter und der Sonne, sowie die Rolle geologischer Faktoren und die Bedeutung biophysikalischer Rückkopplungen im Erdsystem.